Caddies, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist wieder eure Josie mit einer React-Time-Folge. Heute nochmal eine Folge vom realen Irrsinn. Falls ihr euch jetzt fragt, wieso nochmal, es ist jetzt schon die dritte Folge heute, die wir gucken. Ein Vorschlag von unserem Schildi 1. Und zwar geht es um ein Schaukelpferd. Also er hat dazu als Anmerkung noch geschrieben, der traurigste Spielplatz der Welt. Und wenn ich das Thumbnail vom Originalvideo mir angeguckt habe, stimme ich ihm zu. Mal gucken, ob ich ihm am Ende vom Video immer noch zustimme. Es geht um ein einsames Schaukelpferd. Und zwar das einsamste Schaukelpferd der Welt. Ja, schauen wir mal, was es mit dieser etwas anderen Tierquälerei zu tun hat. Und wechsel mal rüber in den Live-Bereich und schauen uns an. Erstmal sehen wir hier Kinder. Kinder sind immer was Tolles, finde ich. So. Genau, also rein. Kinder lieben Spielplätze. Deshalb hat sich eine Kita-Gruppe im hessischen Nidderau auch einen Spielplatz gewünscht. Hey, hessisches Nidderau, das kenne ich sogar. Ganz in der Nähe bin ich teilweise aufgewachsen und ja, aber es ist doch was Schönes. Ein Kindergarten, der sich einen Spielplatz wünscht, das ist doch toll. Warum nicht? Und Kinder spielen gerne. Ich fahre hier, wenn ich mit dem Bus fahre zum Beispiel, an einigen Spielplätzen vorbei und die Kinder freuen sich da immer, wenn sie drauf sind. Also wenn ich das so rausgucke aus dem Bus, dann sehe ich, ja gut, momentan fahre ich etwas weniger Bus, weil ich momentan das Fahrrad nutze. Da hat die Stadt sich nicht lumpen lassen. Das ist da. Das ungefähr ist das Thumbnail vom Originalvideo. Liebe Stadt Nidderau, das ist nicht euer Ernst. Nicht allen Ernstes ist das euer Ernst. Das ist der Spielplatz für einen Kindergarten. Also ich weiß jetzt noch nicht, wann ich dieses Video schneide. Und ob ich das vorher schaffe und ob ich vorher dazu komme. Aber ich werde mal gucken, wenn ich das hinkriege, was ich das vielleicht weit genug zurückschiebe. Aber ich habe jetzt noch ein paar Tage Zeit, das zu machen. Dass ich dann gucke, Bilder zu machen von zwei Spielplätzen hier und die noch einzublenden. Das sind Spielplätze, aber das ist kein Spielplatz, das ist ein Zustand. Und zwar ein ganz schlechter. Und ich möchte jetzt nicht wissen, was ihr dafür in euren Unterlagen an Geld verschwendet habt, das nicht dort gelandet ist, um den Spielplatz zu bauen. Also das eine Schaukelpferd. Das ist ein bisschen einsam, ne? Einsames Tier ist das. Das ist nicht ein einsames Tier, das ist Tierquälerei. Auch Holzschaukelpferde haben ein Gefühl. Und dieses arme Tier ist völlig vereinsamt. Und wenn ihr mich jetzt für verrückt haltet, euer Problem, nicht meins. Frage ist jetzt nur, ob die Kinder das auch annehmen, weil das so alleine da steht. Ganz früher waren hier mal zwei Wippen auf dem Spielplatz. Das ist aber schon lange her. Zwei Wippen sind immerhin zwei, die hatten dann Gemeinschaft. Aber ein Schaukelpferd? Also, liebe Stadt, nee. Aber das waren wenigstens zwei. Sag ich doch. Dafür ist es total gemütlich beim einsamen Schaukelpferd. Alle Kinder fühlen sich sofort pudelwohl. Ich glaube eher, die Kinder haben alle Angst davor, weil das einfach nur... Ja, nee, es ist... Das ist, da würde ich mich auch nicht heimelig fühlen, ganz ehrlich. Und freuen sich auf das neue Spielgerät. Durch das Eingezäunte sieht es auch eher wie ein Gefängnis aus, als wie ein Spielplatz. Sieht halt nicht schön aus. Es ist eigentlich nichts für Kinder. Ja, das ist wirklich schlimm. Ja, genau. Und wie gesagt, ich wüsste gern mal die Erklärung, warum sie das allen Ernstes als Spielplatz verwendet. Also wir haben hier im Haus auch einen Spielplatz, aber wisst ihr, was da ist? Das sind zwei Schaukelpferde und eine Rutsche und ein Sandkasten. Das ist immerhin auch, das ist zwar auch jetzt nicht überragend viel, aber es ist ein Spielplatz. Und man hat noch zwei Bänke hingepackt. Die werden zwar meistens eher von Jugendlichen statt von Kindern, die hier im Haus wohnen, benutzt. Vorbei die Jugendlichen nicht mal hier im Haus wohnen, sondern die benutzen den einfach nur. Das finde ich frech. Da würde ich mich mal freuen, wenn das mal eingezäunt werden würde und man nur mit dem Schlüssel reinkommt, der für die Haustür passt. Denn das, da haben wir überall ja hier bei unseren Gebäuden die gleichen. Aber da kommt natürlich keiner auf den Gedanken.
Vielleicht nicht für Kinder, aber für Bauhofleiter. Und dieser hier räumt gleich mit einem kleinen Missverständnis auf. Ja, pass auf, er sagt jetzt garantiert, es wurde niemals ein Spielplatz beantragt, sondern nur ein Schaukelpferd. Und das hat er dahingestellt. Wenn das jetzt wirklich kommt, dann beiße ich hier die Tischplatte. Es ist also hier kein Schaukelpferd, sondern es handelt sich um einen Schaukelpuma. Das nicht sein Ernst. Nicht allen Ernstes sein Ernst. Es ist... Das ist jetzt damit erstmal aufgeklärt. Ach, ja, das ist ja auch unheimlich wichtig, ob das jetzt ein Schaukelpferd oder ein Schaukelpuma ist. Es ist ein einsames Tier, was völlig vereinsamt auf einer, in einer eingezäunten Sache steht. Er hat nicht mal was zum Klettern. Ach so, und der Schaukelpuma ist natürlich aus einem triftigen Grund so allein. Jedes Spielgerät braucht einen Fallraum. Und der Fallraum für diesen Puma ist genau so groß, wie er sein muss. Warum braucht ein Schaukelpuma einen so großen Platz, um als Fallraum zu gelten? Ja gut, klar, wenn das Kind zu extrem ist, dann kann das natürlich darunter fallen, klar. Weitere Gedankengänge lasse ich euch selber machen. Jaha, wenn Kinder von Spielgeräten fallen, müssen sie in einen Fallraum fallen. Und der Fallraum beim Schaukelpuma beträgt exakt 2,40 Meter mal 3,50 Meter. Ey, was für Kinder sind denn da auf dem Ding mit unterwegs? Die Kinder von Rübezahl, Polyphem und Co., also Riesenkinder? Geht's noch? Naja, was? Na, der Raum muss sein, damit... Wenn er abwirft. Kistkader, geil, danke. Ja, das könnte natürlich sein. Der Puma, ja stimmt, der Puma könnte scheuen und das Kind so weit abwerfen, dass, aber dann ist es ja gefährlich, weil, guck mal, wenn der Puma das abwirft, dann könnte das Kind mit dem Kopf gegen den Zaun prallen. Guck mal, hier ist der Zaun. Wenn der Puma hier hinten bäumt, wupp, bumm, das tut doch weh. Da wäre es besser, wenn der Zaun da nicht wäre, dann könnte er das Kind wenigstens in die Grünfläche fallen. Ja, Bürokratie, ich liebe sie. Leider können wir auch die Fläche, sag ich mal, in dieser Form nicht für weitere Spielgeräte nutzen, wie teilweise gewünscht ist. Mehr darf im Fallraum leider nicht liegen. Oh Mann, Leute, denkt doch mal nach, das sind Kinder. Kinder! Denen sind Gesetze, Fallräume und sonstige Dinge völlig scheißegal. Die interessiert das nicht. Die wollen spielen. Die wollen sich ausbreiten. Auf der einen Seite wird immer rumgemotzt, der Kinder sitzt zu viel vom Fernseher, die sitzen zu viel von Spielkonsolen, von Computern. Immer muss es flimmern. So, dann wollen Leute was dafür tun, dass Kinder in die Natur rausgehen und endlich wieder von diesen scheiß Flimmerkisten wegkommen. Und was macht ihr? Ihr stellt einen einsamen Schaukelpuma dahin. Genau. So, und jetzt muss ich kurz nachlesen, was der Kisten gerade geschrieben hat. Na, vielleicht haben sie es... wer hat das getestet? Der da. Mit seiner US-Army-Gedächtnisfrisur, der was. Der ist für mich aus der Musterungsabteilung nie rausgekommen. Ja, für Erwachsene ist die Länge... Das stimmt. Das wird vielleicht auch der Grund gewesen sein. Der ist beim Testen zu oft gegen den Zaun geknallt. Deswegen hat sich das Haar jetzt gedacht, nee, ich wachs nicht mehr. Leider. Da muss der Puma ganz alleine bleiben. Naja, solange Herr Christiansen dem Puma Gesellschaft leistet. Erstmal haben wir ja... Also, wir haben am Anfang gesehen, so oft leistet er ihm gar keine Gesellschaft. Also, ich muss da mal einschreiten. Nee, ist nicht. Wusst kein Tor reingemacht, damit der Puma zur Not auch nochmal Freigänger ist? Das ist natürlich ein Witz. Der ganze Spielplatz ist ein Witz. Du bist ein Witz. Ach so. Und was hat der Puma und sein Freiluftgehege so gekostet? So.
jetzt bin ich mal gespannt. Also ich sage 15.000. Plus, minus 2.000. Spielgerät, sag ich mal, kostet 700-800 Euro. Und natürlich muss ich den Kritikern recht geben, das Drumherum ist teurer als das Spielgerät selbst. Natürlich. Natürlich. Aber wenn mal ein Kind auf dem Puma reiten sollte, also nur falls, hätte es immerhin einen Fallraum. Normgetreu gemäß DIN N 1176. Wir haben jetzt nicht erfahren, was es kostet. Nur, dass das Spielgerät zwischen 600 und 700 Euro kostet und das Drumherum teurer war. Gut. Dann sind meine 15.000 wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen. Aber wahrscheinlich nicht allzu viel, weil man muss ja den Boden planieren, man muss die Platten drauflegen, man muss den Zaun hochziehen und. Das kostet alles Geld. Und ganz ehrlich, dieses Siegel könnt ihr euch wohin machen, wo die Sonne nicht hinscheint. So, genau. Gut. Ja, was bleibt mir zu sagen? Danke, Schildi. Danke. Ich bin jetzt gerade überlegt, ob ich nach Niederau fahre und dem Abend Puma einen Blumenstrauß hinstelle, damit er was zu fressen hat. Er sieht schon so rappeldür aus. Der ist ja nur ein Strich in der Landschaft oder ein Brett. Oh Mann, also Schildi, danke für die Folge. Cool, und es ist wirklich traurig. Ein wirklich trauriger Spielplatz, ja. Ich würde noch nicht mal behaupten, dass das Ding den Namen Spielplatz überhaupt verdient hat. Ja, traurig ist es. Aber nichtsdestotrotz, es war, wie gesagt, eine schöne Folge. Ich konnte mich wunderbar drüber aufregen. Und wenn euch das Ganze auch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir das irgendwie zeigt. Däumchen hoch, Abo, Glöckchen. Wie auch immer. Vielleicht lasst ihr auch einen Kommentar da. Unten in der Sektion könnt ihr alles da lassen, was ihr so auf dem Herzen habt, was mit diesem Kanal zu tun hat und über der Gürtellinie ist. Und nicht gegen das Tierschutzgesetz verstößt, wohlgemerkt. Schon gar nicht gegen das von armen, bedauernswerten Schaukelpumas. Ja, und was bleibt mir noch zu sagen? Wenn ihr dem Ganzen mal live folgen wollt, Link ist unten in der Videobeschreibung verlinkt nach Twitch und. Ja, Gewitter, ich hab's gehört. Hier krummelt es, trotzdem mache ich weiter. Ich habe ein schönes neues Gate, das funktioniert. Und Originalvideo ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr also rüber zu den Kollegen von Extra 3 wollt, da auch was da lassen wollt, könnt ihr das machen. Einfach da unten in der Videobeschreibung draufklicken. Und bevor wir das Ganze hier vergessen, gibt's hier von mir ein Like nach oben. Abo habe ich schon. Und das hier ist was, was ihr nicht unbedingt angucken müsst. Nur wenn ihr wollt. Ja. Ich gebe ganz ehrlich zu, die Dame mag ich nicht besonders. Aber das ist Geschmackssache. Gut. So. Aber mir bleibt jetzt noch zu sagen, Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Habt viel Spaß. Hoffentlich kein Gewitter. Und tschüss. Für heute sagt euch eure Josie.